So, Trip Unlimited unterwegs. Na, nicht unterwegs. Wir fahren mit dem Fahrrad jetzt wieder mal, weil wir haben so ein kleines Gewichtsproblem. Und damit das sich ändert, fahren wir jetzt mit dem Fahrrad 10 Kilometer in die Scheune. Und wir nehmen euch mal mit. Wird vielleicht ganz schön. Hoffentlich werden wir nicht nass. Sieht ein bisschen komisch aus, aber wir haben eine wasserfeste Actionkamera. Also, Susi wartet schon. Geht los jetzt. So, wir haben eine Action-Cam. Da müssen wir mal Action machen. Hier live auf dem Fahrrad. An der Elbe lang. Okay, man muss ja immer vorfahren. Genau, mehr Action. Mehr Action, da fahre ich wahrscheinlich hin. Und wir haben einen super tollen neuen Fahrradweg, so dass das auch gar nicht so sehr rubbelt. Immer noch nicht gut genug. Nein, für die Rennfahrer ist kein Fahrradweg gut genug. Die müssen immer auf der Straße fahren. Die Autofahrer müssen sie alle wegpicken. Ja, die halten sich halt für was Besseres. Und ich mit meinem kleinen Klapprad, ich fahre auch gleich auf der Straße. Mitten auf dem weißen Strich, denn der ist für die Fahrradfahrer. So, weiter geht's am Deich lang. Wir haben heute mal nicht so sehr viel Gegenwind. Das tritt sich ganz gut weg hier. Ist natürlich auch eine sehr beliebte Motorradstrecke und eine Rennradstrecke. Weil wir haben ja nicht so viele Berge hier im Norden. Außer den Deich. Ah, es ist so schön, die Elbwiesen. Frisch gemäht. Hier noch ein paar Fahrradwanderer. Gerade eben noch gesagt, wenig Wind, frisches Auf, Wind von vorne, Gegenwind. Eieieiei. Das ist das Schöne hier im Norden. Hat immer Wind. Meist von vorn. Aber wie sagt Phil von Sunnyside immer so schön, der Weg lohnt sich. Herrlich. Herrlich, herrlich. Ah, guck mal, ein Idiot mit der GoPro macht Action-Videos. Denken die Leute, die vorbeifahren, haben sie auch recht. Aber voll Action hier. Ich mach Action. Meine Beine brennen, mein Arsch tut weh. Aber egal, alles für YouTube. So, ich habe gefragt, ich habe Einwilligung. Es will YouTube-Star werden. Star. Guck mal. Da. Echter Norddeutscher. Liebe Kinder, ihr sollt ja was lernen, liebe Stadtkinder. Hier haben wir eine echte norddeutsche Deichkuh. Quatsch, ein Schaf ist es natürlich. Und es guckt auch euch an. Ne? Wieder zu keulen. Schafi? Wir haben ein paar mehr davon. Irgendwie hier. Der ganze Deich ist voll. Aber die mögen wir auch, sind sehr lieb. So, wir sind da. 10 Kilometer geradelt, was sagt die Zeiterfassung? Ich habe nicht geguckt, wann wir losgefahren sind. Halbe Stunde, ne? Eigentlich brauchen wir eine halbe Stunde. Oh, wir haben ja Hightech-Boliden als Fahrräder. Also drei Gänge. Mehr brauchen wir als Deichradler auch nicht. Die ganzen Typen, die hier mit 21 Gängen rumradeln, alles albern. Der wahre Deichradler kommt mit drei Gängen aus. Ich habe eine neue Hose, also keine neue, aber eine gewaschene, weil Susi hat gemeckert, dass ich immer so dreckig aussehe und so werden wir nie YouTube-Stars. Und jetzt sauber. Das heißt, heute mache ich nichts. Gucke ich nur, was Susi macht, weil ich will mich nie wieder dreckig machen. Du kannst den Rahmen lackieren im Stehen. Du darfst den nur nicht rumliegen im Dreck. Na, man muss liegen. Nee. Da weißt du, wie meine Beine brennen nach dem Gerade. Ich muss irgendwie liegen. Nix da. Dann musst du auf dem neuen Brett liegen. Neues Brett. Genau, wir haben ein neues Brett. Haben wir auch. Das alte ist leider schon durchgebrochen.
Deswegen auch das Fahrradfahren, weil wir sind zu fett. Es steht 135 Kilo drauf und es trägt noch nicht mal mich irgendwie. Da sind die Rollen sind eingebrochen und da, wo es zusammengeklebt war, war es auch gebrochen. Also wir haben das mal reklamiert und mal gucken, was der Hersteller sagt. Wahrscheinlich sagt er unsachgemäße Verwendung. Ihr seid zu fett. Ja, aber eigentlich soll das in der Werkstatt die ganze Zeit funktionieren, ne? Acht eigentlich. Stunden am Tag, dass ja, ja. Rumrollt. Aber ja. Es gibt dasselbe nochmal von HZ. Das kostet dann aber viermal so viel und trägt noch weniger. Die schreiben irgendwie nur 100 Kilo, 110 Kilo. Und man steht 135 drauf. Aber wenn 135 drauf sind, ist es wahrscheinlich nur einmal. Ja. Naja, wir werden mal sehen, wie sich das neue Brett bewährt. So, 4 Stunden später. Länger kann ich meistens nicht. Rollen wir gleich zusammen und haben eigentlich auch nicht mehr so richtig Lust, oder? Nee. Das muss immer reichen. Außerdem scheint mal wieder die Sonne. Ich weiß auch gar nicht, diese Woche, wir haben halt Urlaub, ich merk's. War Dienstag nicht hier, Mittwoch nicht hier, gestern nicht hier und hat aber heute trotzdem keine Lust. Aber was haben wir gemacht? Ich bin ja so schlecht als Kamerakind. Ich kann das nochmal probieren. Nee, die Seite habe ich gar nicht gemacht. Quatsch. Ich habe hier. Sieht man das? Oder habe ich gerade ein bisschen tiefer hältst. Da habe ich gerade einmal nochmal gefuscht. Ich habe die Federblätter, wo ich immer Felgensaft lackiert. Die waren ja nur mit Brunox, Epoxyharz, rostgeschützt. Und jetzt habe ich das hier halt alles lackiert mit Chassislack. Die Nupsis und sowas waren natürlich schon vorher drauf, das war ich nicht. Also sieht man, vorher glänzt es halt so super mit dem Brunox und jetzt ist es so ein bisschen mattiert wieder. Das gleiche, aber da vorne ist es zu dunkel, habe ich auch noch auf der Seite vorne gemacht. Die Seite hatte ich schon und die Seite hinten hatte ich auch schon. Und dann habe ich nochmal, weiß ich aber nicht, ob man das sieht, ich versuche es mal, Kamerakind Susi. Ich bin da nicht so gut. Hier diese Stücke habe ich gerade noch mit Brantocorux Nitro fest gemacht. Und das Stück da. Ich muss dazu sagen, dass wir da kein Geld für kriegen, sonst. Nein. Das wäre auch Dauerwerbesendung. Immer noch kein Geld. Immer noch kein Geld. Und das ist natürlich ein bisschen. Wir verwenden das nur. Wir wissen nicht, ob das gut ist. Vielleicht ist es auch der totale Müll. Also kauft das nicht, nur weil wir das haben. Wir sind ja noch nicht gefahren. Wer weiß, ob das alles wieder abplatzt. Ja, genau. Da ist das auch, dieses Brantocorux. Also ich mag das. Das ist halt so matt. Es ist natürlich Gefusche, weil, wie man sieht, da wo. Wir kommen natürlich an diese Federblätter nur von der einen Seite ran. Aber wir wollten jetzt nicht noch die Reifen abbauen. Wenn dann die Reifen nachher auf Einzelbereifung sind, kommen wir da vielleicht nochmal besser ran und können das da von der Reifenseite auch noch mal vernünftig machen. Aber nun gut. Wir machen so gut es geht, ne? So gut wir es können. Und sonst ist nämlich jetzt Sommer. Stefan steht schon fast in der Sonne. Unsere Fahrräder stehen noch in der Sonne. Deswegen habe ich da auch mal keine Lust mehr. Bei gutem Wetter nicht so einfach. So, Susi hat ja schon bisschen gezeigt, was sie heute gemacht hat. Ich habe auch was gemacht. Stimmt, ich habe unsere Druckluftkessel lackiert. Leider ist der Pinsel ein bisschen kacke. Ich male ja nur mit dem Pinsel an. Der verliert Borsten. Somit ist da das eine oder andere Haar jetzt mit einlackiert, aber wir verlegen die eh nach innen und das muss nicht super hübsch sein. Und dafür, dass ich es noch nie gemacht habe, bin ich ganz zufrieden. Also jeder, der sein Geld damit verdient, mit Malen und Lackieren, schlägt wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammen. Wie bei allem, was wir tun. Aber ich finde das ganz gut. Also, ich übe. Ach, das war. Und ich habe da drüben. Ja, genau. Das ist cool. Da. Gegen die Lärmbeschattung. Die habe ich gehängt. Naja, ich soll nicht gegen das Licht fotografieren. Nee. Ich gehe mal rüber. La, 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 la. Gehen wir sieht hier. Sieht doch schon hochprofessionell aus. Ja, ne? So. Guck mal, hier sind unsere Druckkessel. Die sind noch nicht ganz trocken, deswegen ist es noch ein bisschen unterschiedlich. Ich hoffe, das deckt alles gleichmäßig. Aber von da, ich soll hier rüber. Von allen Seiten. Von allen Seiten wird es hier präsentiert.
So, da immer noch ein bisschen feucht, deswegen sieht man die Unebenheiten. Ne? Ist halt nur mit Pinsel gemalt. Aber, naja, ne? Besser als nix. Und besser kann ich das nicht. Mit vorher waren überall noch so rote Streifen von der Grundierung, da wo sie am Rahmen, wo die Rahmen befestigt, halt da dran waren. Das sah richtig scheiße aus. Jetzt geht das schon. Man darf nicht so genau gucken, aber die sind ja nachher eh unten drin, die seht ihr nur, wenn wir die Kamera auf den Boden stellen und mit dem LKW drüber fahren. Dann seht ihr die vielleicht mal wieder. Ansonsten nicht. Ach, und wo du überhaupt gesagt hast, jemand, der es professionell macht, schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Gestern war süß in Ammerlinghausen eine Frau, mit der ich mich unterhalten habe, die meinte dann zu uns, so, ja, wie wir das so planen mit dem LKW, wie lange. Und dann meinte sie, naja, also wie hat sie sich genau ausgedrückt? Jemand, der keine Ahnung hat, kauft sich auch nicht so einen LKW. Genau. Man braucht schon ein bisschen Ahnung und wer keine Ahnung hat, der kauft sich auch nicht. Und wir haben nur so, nein. In uns reingeschmunzelt. So, ja, gut, dass sie unseren Kanal nicht guckt. Wir haben keine Ahnung davon reichlich. Ja, davon reichlich. Aber die Werkstätten unterwegs wollen ja vielleicht auch was zu tun haben. Genau. Hätten wir so viel Ahnung, wie wir Ambitionen haben, wären wir schon fertig. Aber, ne, dafür haben wir Leute, die uns helfen. Ja, zum Glück. So, zurück müssen wir natürlich auch radeln. Nehmen wir euch wieder mit. Wir hätten auch die Motorräder nehmen können, aber dann werden wir ja nicht rank und schlank, ne? Ich mach mal Drohnenflug für Arme hier. Flup. Drohne! Flup. Flup. Vorsicht scharf. Oh, Vorsicht Kantstein. Flup. Man kann auch Schiffe gucken. Und Deich und Wolken. Ein Traum. Da drüben, das ist Stove, das ist das, ja, diese Motorradfahrer, das ist das Campingland Elbe. Also falls ihr einen Camper habt oder schon ein Expeditionsmobil und wollt mal vorbeikommen, das ist der Platz, wo man wunderbar stehen kann. Da gibt es einen Strand, da könnt ihr in der Elbe baden, da gibt es Motorräder zu leihen und Boote zu leihen. Also ich habe keine Ahnung, was es kostet. Aber es ist wirklich sehr schön und riesengroß. Also kriegt ihr auf jeden Fall einen Stellplatz. Da sieht man den Strand. Und auf der anderen Seite ist noch ein viel größerer Strand. Also ein Stück weiter, nicht auf der anderen Seite. Also das lohnt sich bestimmt, da mal vorbeizuschauen. Campingland Elbe in Stove. Und wie gesagt, man kann auch ganz prima Boot fahren. Oh, ganz steil. Da sind auch die Boote vom Campingplatz. So, die Hälfte der Strecke ist erledigt. Und da werden wir jetzt einkehren und uns belohnen für die Radelei. Nach getaner Arbeit, Hälfte der Strecke gerade. Belohnen ist es. Zum Wohl. Und da sehen wir jetzt den großen Badestrand, von dem ich euch eben erzählt habe. Und da ist auch noch alles Campingplatz. Also das Ding ist echt riesig. Und ja, man kann wunderbar an der Elbe auf dem Sandstrand liegen. Aber nur wenn Ebbe ist. Wenn wir Flut haben, dann ist nichts mehr mit Strand. Aber dem Wetter heute ist, glaube ich, richtig herrlich. Ja, wir haben jetzt irgendwie einen halben Liter isotonisches Getränk im Kopf. Und nun radeln wir nach Hause. Radelt sich auch gleich viel entspannter. Und es redet sich besser Quatsch. Aber ihr seht, Motorradstrecke ist hier sehr beliebt. Nur Motorräder. Aber wir gucken lieber noch ein bisschen auf die Elbe, ne? Ah. Kaffee. Haben die auch Bier? Kaffee ist was für alte Leute. Wir trinken Bier. Wollen wir ja noch Kuchen.
Wir wollen gleich Kuchen essen. Ja. Und Schiffe, wer Schiffe mag, hier seid ihr richtig. Hier könnt ihr auch wunderbar wandern, immer die Elbe entlang. Hier teilen wir die Elbe, das ist unsere wunderschöne Elbhalbinsel. Vorne auf der Spitze grasen ein paar Kühe, deswegen kann man da nicht mehr so ohne weiteres hinlaufen. Aber die linke Seite geht in Richtung Schleuse und die rechte geht auf unser Geestachter Wehr. Also, wir können einfach nicht aufhören, Werbung zu machen, weil es ist doch wirklich sehr, sehr schön bei uns. Wir haben eben schon gesagt, warum wollen wir eigentlich wegfahren? Es ist herrlich. Es ist wirklich schön. Die größte Fischtreppe Europas. Das Wehr hat die größte Fischtreppe Europas, ja. Noch ein Superlativ. Und wie wir ja gestern im Video schon angemerkt haben, ist unsere Schleuse auch die einzige Schleuse im gesamten Elbverlauf. Also es lohnt sich wirklich, uns mal besuchen zu kommen. Und wenn ihr kommt, geben wir auch einen Kaffee aus. Also, wir brauchen nur gutes Wetter, dann ist herrlich. Wenn es regnet, ist Kacke. Aber bei Sonnenwetter, ein Traum. Wir fahren hier übrigens auch noch was Wissenswertes. Auf dem Hamburg-Rügen. Hamburg-Rügenweg, Elbe-Radwanderweg. Elbe-Radwanderweg, Hamburg-Rügenweg, alles zusammen. Also hier trifft sich die Welt. Hier wird auch nackt geangelt, wie ihr da unten seht. Also keine Scheu vor dem Fisch, auch wenn man alt und nackt ist. Läuft super. Aber sag mal selbst, ist doch ein Traum. Hier haben wir nochmal einen Blick auf unsere Schleuse. Ist nicht die hübscheste, aber zweckmäßig. Ja, und sie wurde genau in dem Jahr gebaut, wo ich geboren wurde, nämlich 1972. Ist genauso alt wie ich alter Sack.